Hallo und Hurra! Diesmal leider kein Praktikant am Anfang des Videos. Das hat ja letztes Mal hohe Wellen geschlagen. Nächste Woche habe ich, glaube ich, wieder einen Praktikanten. Auch da ist übrigens wieder Sitzungswoche. Auch da gibt es dann wieder eine neue Folge meines Videopodcasts. Wir haben nach den tollen Tagen und im Karneval jetzt wieder den politischen parlamentarischen Alltag hier in Berlin. Wir haben eine ganz spannende Sitzungswoche. Das eine oder andere davon kann man auch wieder in den Nachrichten verfolgen. Und so aktuelle Skandale wie die Debatte um Pferdefleisch in der Lasagne, die ereilen uns auch im Parlament. Daneben machen wir unsere ganz normale Arbeit. Wir haben auch übrigens zu Jahresbeginn ein paar ganz wichtige Punkte auf den Weg gebracht, wie ich persönlich finde. Wir haben die Bürgerinnen und Bürger mit über 7 Milliarden Euro entlastet. Wir haben die Praxisgebühr abgeschafft, wir haben die Beiträge zur Rentenversicherung gesenkt und wir haben den Grundfreibetrag erhöht. Das sind alles Dinge, von denen der sogenannte kleine Bürger, die normalen Leute profitieren. Und das, finde ich, ist genau der richtige Weg. Bei einer anderen Debatte, ehrlich gesagt, da sträuben sich mir die Haare, wenn ich noch welche hätte. Das ist die Diskussion im Zuge der Debatte um den neuen Fleischskandal, ob man nicht verpflichtend in Kantinen, Schulen und anderen öffentlichen Institutionen einen fleischfreien Tag einführen müsste. Ich persönlich bin der Meinung durchaus, da kann man mal kritisch drüber reden, ob wir zu viel Fleisch essen, aber ich bin grundsätzlich dagegen, Menschen vorzuschreiben, was sie essen und wann sie was essen, sondern wir leben in einem freien Land. Wir müssen drüber reden, ob wir uns alle verantwortlich benehmen, nicht nur beim Essen, aber ich glaube weder, dass durch Vorschriften da ein Umdenken einsetzt, noch durch solche Appelle, wie sie dann vor allem von den Grünen immer kommen. Ich setze da eher auf Aufklärung und auf die Eigenverantwortung. Also ich möchte mir nicht vorschreiben lassen, wann ich was esse. Wenn ich Lust auf einen Schnitzel habe, will ich einen Schnitzel essen. Das war mir jetzt mal ein persönliches Bedürfnis. Das sehen vielleicht viele ganz anders. Dann freue ich mich auf Kommentare, Anregungen und Kritik. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Podcast in der nächsten Sitzungswoche. Bis dann, Hurra!